Hallöchen und willkommen zurück beim dritten Tutorial von Elite Dangerous. Heute geht es darum, wie ihr am Anfang am besten ein paar Credits sammeln könnt oder euch verdienen könnt mit der kleinen Sidewinner, die euch nur zur Verfügung steht. Dazu sei gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Missionen, die ihr machen könntet, aber die nicht unbedingt empfehlenswert sind. Am Anfang, wenn ihr wirklich euch erstmal mit dem Schiff und mit dem allgemeinen Spielsystem oder dem Spielelementen auseinandersetzen wollt oder auch müsst, dann empfiehlt es sich, Datenliefermissionen zu machen. Ich habe jetzt schon mal zwei verschiedene Missionen angenommen. Ich zeige euch gleich welche. Wir schauen jetzt hier einfach mal in das schwarze Brett rein und in den Startsystem. Meistens ist das LHS 3447 oder in Eranin. Werdet ihr wahrscheinlich auch häufig diese Datenliefermissionen bekommen. Das sind relativ simple Missionen. Da werden euch Daten zugesteckt, wenn ihr die annehmt, und ihr müsst die dann in ein gewisses System bringen und dort auf einer Station abgeben. Nicht mehr und nicht weniger. Das Problem dabei, es könnte sein, dass ihr auf feindliche Schiffe trefft. Das werden wir gleich sehen. Ich habe so eine schon angenommen. Allerdings eine leicht andere Version. So, dann hätten wir hier auch nochmal Kuriermissionen zum Beispiel. Das sind alles super Missionen, die könnt ihr ohne Probleme annehmen. Ihr seht zum Beispiel hier, die beiden, die führen ins selbe System. Oder ich gehe mal zurück, auch die beiden, die haben dasselbe Zielsystem. Das heißt, ihr könnt beide auf einmal annehmen. Ihr könnt nämlich Datenliefermissionen so viel annehmen, wie ihr möchtet. Irgendwo gibt es auch da eine Grenze, aber wenn ihr da 2 oder 5 annehmt, ist das kein Problem. Bloß die müssen dann halt in einer gewissen Zeit abgearbeitet werden. In der Regel habt ihr 24 Stunden dafür Zeit. Hier unten steht es 23 Stunden und 58 Minuten. Also locker machbar. Da steht dann immer noch mal die Entfernung zum Zielsystem. Dann die Rufverbesserung und die Einflussverbesserung, die ihr hier innerhalb des Systems bei der jeweiligen Fraktion erhaltet. In dem Fall wäre das die Latolo Workers Party. So, dann hätten wir hier noch was, und zwar jemanden ermorden. Das ist eine Geschichte, lasst es sein, lasst die Finger davon. Am Anfang mit der Standardzeit, wenn ihr überhaupt keine Chance, könnt ihr komplett vergessen. Da braucht ihr schon ein anderes Schiff und deutlich bessere Module und eine bessere Ausstattung und auch mehr Erfahrung, um da mithalten zu können. Aber das zeige ich separat mal in einem anderen Video mit einem anderen meiner Kampfschiffe, wie man da am besten vorgeht. Und wenn man ab einem gewissen Schiff und bestimmte Module alles dabei hat, ist das auch nicht mehr so das Problem. Ihr seht, da gibt es gleich ein bisschen mehr Geld. Auch da gibt es deutlich höhere Summen noch für diese Mordmission. Was hätten wir hier noch? Auch hier wieder andere, die wir sowieso nicht annehmen können. Hier zum Beispiel 500, 700.000. Aber dafür braucht ihr einen höheren Ruf bei der hier vorherrschenden Fraktion. Wohlgesinnt mindestens. Wir sind hier ein Stückchen unter der Hälfte. Genau. So, also ich habe jetzt 2 Missionen schon mal angenommen. Die hier. Das ist einmal eine kleine Handelsmission, bei der wir zum Beispiel in dem Fall 4 Waren auch in das System HR5307 bringen sollen. 4 Stück, das hat gerade so gepasst, denn ich switche jetzt einfach mal direkt rechts rüber zu unserem Inventar. Wir haben bloß 4 Kapazität bzw. 4 Tonnen Frachtkapazität in der Sidewinder standardmäßig. Da kann man noch ein bisschen was machen, zeige ich später nochmal mehr. Später mehr dazu. Hat sich irgendwie so direkt in der ersten Folge schon als Running Gag durchgesetzt. Fand ich ganz witzig. Jedenfalls, 4-mal Haushaltsgeräte. Die haben dann rechts unten noch so diesen, na, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil mir die Maus nicht angezeigt wird, diesen kleinen Transportdienst. Schriftzug, das heißt, die sind für eine Mission bestimmt. Ihr könntet die auch theoretisch verkaufen, könnt dann aber die Mission nicht mehr abschließen. Das heißt, 4 Stück könnt ihr in die Sidewinder aufnehmen, und immer mal gibt es auch diese kleinen Handelsmissionen wie diese, für die man schon knapp 70.000 bekommt. Ja, und auch die müssen wir bloß an eine Station liefern. In der Regel sind die verbleibenden Zeiten für die Mission bei mindestens 24 Stunden, also locker machbar. Und die andere Mission, das ist so eine Kuriermission, die ich eben gezeigt habe im schwarzen Brett, aber die hier hat noch einen Zusatz, und zwar, okay, das steht jetzt hier nicht nochmal direkt. Schade, ich dachte, ich kann das hier nochmal zeigen. Jedenfalls ist das eine Mission, eine Datenliefermission, die ich auf den Planeten runterbringen muss. Das heißt, ich kann heute auch noch schön direkt eine Planetenlandung zeigen, so wie ich das vorhatte, klappt das auch ganz gut. Da würde dann
zum Beispiel, wenn wir nochmal ins schwarze Brett gehen, ihr seht das immer, ob ihr eine normale Station innerhalb einem Orbit anfliegen müsst oder eine Planetenstation. Das hier zum Beispiel, das hier unten, dieser Horizont des Planeten und dahinter stellt euch eine aufgehende Sonne oder sowas vor. Das sind die Symbole, bei denen ihr dann die Mission auf einem Planeten erfüllen müsst. Sonst, wenn das nicht dahinter ist, sind das immer Ziele im Orbit irgendwo. Das sind immer Planetenmissionen. Genau, und das ist so eine. Gut, wir sind ja hier letztens mal gelandet. Ich fahre schon mal wieder zurück an die Oberfläche. Und entweder ihr geht jetzt über die Galaxiekarte rein. Halt, ich muss nochmal hier kurz was ändern. Ich war gestern mit meinem anderen Account unterwegs. Und sucht euch hier das System, in dem die Missionen stattfinden. Die sind sogar beide für dasselbe System. Kann das sein? Dass hier alle beide drin sind? Tatsächlich. Das ist ja ein Zufall, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Jedenfalls, da sehen wir dann auch direkt meinen Außenposten, nämlich nachher gleich. Und dann hier hinten, da müssen wir noch auf dem Planeten runter. Wenn ihr am Anfang mit der Galaxiekarte noch nicht so zurechtkommt, ist überhaupt kein Problem. Denn in den Missionsbeschreibungen, einmal im schwarzen Brett und wenn ihr die angenommen habt, könnt ihr direkt über die Mission die Galaxiekarte aufrufen. Und dann fliegt die Galaxiekarte der Marker direkt zum betreffenden System hin. So, wir fliegen als erstes diesen Außenposten an. Da sehen wir auch mal einen Außenposten und wie man dort dann am besten landet. Ja, und dann würde ich sagen, fliegen wir direkt mal los. Lassen wir die Station. Immer schön aufpassen, dass ihr nicht über die 100 Meter pro Sekunde Grenze kommt. Wenn euch da ein Unfall passiert beim Rausfliegen, können da schon mal ein paar hundert Credits an Bestrafung oder an Strafe sein, die ihr dann zahlen müsst. Und am Anfang, ihr startet mit 1000 Credits, glaube ich. Ich glaube 1000 Credits sind das, ne, die man am Anfang zur Verfügung hat. Mehr habt ihr da nämlich nicht und mit denen müsst ihr dann irgendwie zurechtkommen. Also aufpassen, dass ihr da schon mal keinen Mist baut und da eventuell sinnlos Geld lassen müsst. Auch hier wieder die knapp die 5-6 Kilometer hinter euch lassen, bis die Massesperre rechts unten aufgehoben wird. Und dann geht's ab in das Zielsystem. Ich kann euch leider jetzt, ich spiele es natürlich auf der PC-Version, die PS4-Version ist noch nicht raus. Da überlege ich immer noch, ob ich die mir nebenbei einfach mal anschaffe und da selber noch ein bisschen zocke und gucke, wie die so ist. Deswegen die PC-Version, da habe ich von Anfang an meine komplette Steuerung, alles komplett umgestellt. Da ist nichts auf Standard, deswegen kann ich immer keine Tasten dazu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwas mache im Spiel. Aber das ist auch eine Geschichte, da müsst ihr selber mal in die Steuerung reingucken, wie ihr das da am besten belegt. So, da wurde gerade eine Mission aktualisiert. Und zwar geht es um die Haushaltsgeräte, die wir da haben, die wir hier auf dem Außenposten abgeben müssen. Wir fliegen mal langsam dorthin. Wenn wir jetzt mal links oben in das Kommunikationsmenü gehen, da haben wir dann gerade die Nachricht bekommen für die Aktualisierung. Und zwar, wenn wir das jetzt innerhalb der nächsten 8 Minuten schaffen, bekommen wir nochmal 25.000 Credits Bonus. Das gibt es recht häufig bei diesen kleinen Liefermissionen. Also innerhalb von 8 Minuten zum Ziel gelangen, landen und dann 25.000 Credits Bonus einstreichen. Das ist für den Anfang echt eine ganze Menge. Als ich mit dem Spiel angefangen habe, da waren so die Datenliefermissionen bei 1.000-2.000 Credits. Jetzt ist es schon locker mal das Zehnfache oder noch mehr. Überhaupt geht es jetzt ein bisschen schneller mit den Credits. Ihr macht am Anfang so ein paar Liefermissionen, könnt euch dann schon eine Hauler oder einen Adder leisten, also sprich die nächst höheren Schiffe, die dann auch teilweise schon deutlich mehr Frachtkapazität haben, mit dem man dann schon ein bisschen besser handeln kann. Das zeige ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Heute geht es bloß mal um die beiden Missionen. Einmal hier mit dem Außenposten, einmal direkt mit einer Planetenlandung. Ja, wie ihr den Außenposten anfliegt, ist vollkommen egal. In der letzten Folge hatte ich gezeigt, dass ihr die großen Stationen am besten immer so anfliegen sollt, dass euch schon im Supergroßmodus links beim Hologramm zwischen Navigationsbar und links dem Infofeld die Station halt mit der Einflugschneise euch zugewandt ist, dass ihr dann einfach, wenn ihr gleich rausdroppt, den Dropout macht, direkt vom Reinfliegen seid. Beim Außenposten ist es vollkommen egal. Ihr werdet gleich sehen, warum. Da gibt es nämlich keine Einflugschneise, sondern ihr müsst direkt außerhalb irgendwo landen. Auch hier wieder 7,5 Kilometer warten, dann die Landerlaubnis links holen. Gut, Landeplatz 1. Das dürfte direkt vor uns sein. Das ist ganz gut, da fliegen wir gerade drauf zu.
In der Regel werdet ihr nicht mehr von Piraten abgefangen, wenn ihr euch schon einer Station genähert habt, wie in dem Fall, wenn ihr schon bei der Station angekommen seid. Also da braucht ihr eigentlich keine Angst haben, dass hier jetzt noch was passiert. So, beim letzten Mal hatte ich schon gezeigt, von der Seite dürfte ich das Landepad nicht anfliegen, da würde es mich einfach nicht annehmen. Ich zeige das jetzt mal, falls ihr versehentlich mal wirklich ein Landepad so rum anfliegen solltet, dass die Landepad-Zahl vorn am Landepad ist, wie in dem Fall, könnt ihr nicht landen, das funktioniert einfach nicht. Ich mach's mal vor. Ihr seht schon, man fliegt von oben unten, also unten auf der Anzeige fliegt man von oben rein, alleine das ist schon verkehrt. Wenn ich jetzt runtergehen würde, der dockt nicht an. So, fliegt ein bisschen nach oben und entweder ihr dreht euch so oder lehnt euch zur Seite und dreht euch so, vollkommen egal. Hauptsache ihr dreht euch um 180 Grad, wie ihr das macht, das ist euch überlassen. So, und dann können wir auch landen. Ja, dann braucht ihr einfach wieder hier in das schwarze Brett zu gehen und die Mission abgeben. Da taucht dann hier ein Ausrufezeichen auf bei der jeweiligen Fraktion, wo dann die Aufgabe abzugeben ist. Genau, direkt oben. Und die werden in der Regel auch oben angezeigt. Wenn ihr verfügbare Missionen habt zum Abgeben, kommen die meistens auch direkt oben. So, 4 Einheiten abgeben. Wunderbar, jetzt bekommen wir nochmal ein Informationsfeld, was wir alles gemacht haben. Plus die Belohnung, insgesamt 94.000 für diesen einen Flug. Und der Ruf von der Fraktion, der hat sich jetzt hier ein bisschen verbessert. Wenn euer Ruf noch weiter steigt, Richtung freundlich oder beziehungsweise wohlgesinnt oder verbündet, das ist der letzte Strich, bekommt ihr auch bessere Missionen. Es liegt auch immer an eurem Rang, zum Beispiel am Kampfrang, am Handelsrang oder am Erkundungsrang, wie hoch die Belohnungen sind für die Mission, die ihr annehmt. Das heißt, ich habe jetzt alle Ränge schon auf Elite. Dadurch, dass der Handelsrang so sehr hoch ist, bekomme ich auch bessere Handelsverträge oder beziehungsweise Handelsmissionen, wie jetzt die Datenlieferung zum Beispiel. Kann auch ausschlaggebend sein, dass das mehr wird. Also nicht wundern, wenn das bei euch am Anfang vielleicht nicht ganz so hoch ist. So, und hier, ihr könnt zum Beispiel hier auch auf Außenposten, zu Außenposten gibt es dann auch noch was zu sagen, da können bloß kleine und mittlere Schiffe landen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele große Schiffe, die können auf Außenposten nicht landen. Die haben bloß kleine und mittlere Landepads. Erzähle ich euch dann bei einem anderen Video mal, ab welcher Schiffskategorie das losgeht, dass ihr nicht mal hier landen dürft oder könnt. Ja, und ihr könntet dann hier direkt wieder andere Missionen annehmen. Mal schauen, gibt es hier irgendwas anderes. Hier dahinter steht zum Beispiel immer, die hier unten könnten wir wahrscheinlich annehmen. Geht aber nicht, weil wir eine Frachtkapazität von 9 bräuchten. Wir haben aber bloß 4. Deswegen können wir die Mission einfach nicht annehmen. Und das wäre auch eine Mission mit den beiden Pfeilen. Also das hier ist eine Warenliefermission, bei denen ihr die Waren direkt in euer Frachtraum bekommt, wenn genügend Frachtkapazität vorhanden ist und die ihr dann einfach in ein System bringt und dort abliefert. Das hier unten, das ist eine Mission. Ihr braucht oder ihr müsst irgendwo in den umliegenden Systemen Fabrikatoren suchen, die es dort irgendwo gibt, im Warenmarkt und hierher zurückbringen. Da hilft dann hier, dass ihr unten mit dem Handel, da müsst ihr halt hier suchen, wo es irgendwo Fabrikatoren gibt, da das Häkchen bzw. das Feld ausfüllen oder anklicken und dann werden die euch angezeigt, die ihr dann halt dort kaufen müsst und hierher zurückbringen. Und die bringen auch schon immer noch ein bisschen mehr Credits. So, das hier oben sind Datenliefermissionen, auch das wieder. So, haben wir noch was anderes? Ich glaube hier oben. Das hier unten, das ist eine Bergbaumission mit diesen drei kleinen Steinchen oder Asteroiden. Das ist eine Bergbaumission, 12 Einheiten Methanol, Monohydratkristalle. Das sind Sachen, die sind nicht so sehr selten. Die bekommt man zum Beispiel in Eisringen, also in Planetenringen, die aus Eis bestehen. 12 Stück dürfte nicht so lange dauern, gibt eine ganze Menge Credits dafür, aber auch das ist eine Geschichte. Bergbau könnt ihr mit der Sidewinde einfach nicht machen. Es würde zwar irgendwie gehen, aber es würde nichts bringen, außer Kummer und Sorge. Das macht wirklich keinen Sinn. Da zeige ich euch später mal ein Schiff, mit welchem ihr da mindestens irgendwie anfangen könnt, dass es auch einigermaßen erträglich ist und sich auch lohnt. Ja, das wären die Missionen. So, dann hätten wir es am besten natürlich, also ich würde euch empfehlen,
Ihr guckt dann vielleicht immer in dem schwarzen Brett, wenn ihr wie hier jetzt gerade die Mission abgegeben habt, ob die in diesem System vielleicht nochmal so eine, jetzt haben sie zum Beispiel gerade wieder andere Missionen, das passiert manchmal, das ist jetzt Zufall, dass das hier gerade passiert ist, dass ich die Mission alle paar Minuten, gibt es dann mal neue Mission, aktuell hier der Fall. Schön, sehen wir nochmal was anderes, habe ich gerade gesehen. Hier auch nochmal Geisel befreien. Und dass ihr halt Missionen findet, um vielleicht wieder zum System zurückzukehren, aus dem ihr gestartet seid. Versucht euch am Anfang im System aufzuhalten, in den euch das Spiel reingeworfen hat, wo ihr halt einfach startet, euer Startsystem, um dort einfach bei den Fraktionen einen besseren Ruf zu erreichen, dass ihr halt hier in dieser Rufstufe, oder hier drüben wird es auch angezeigt, einfach höher kommt, um dann nochmal bessere Missionen zu kriegen, um einfach da so ein bisschen Erfolg bei der Rufstufe zu haben und damit halt auch nochmal bessere Missionen zu bekommen. So, wir haben hier nochmal ein paar andere neue Missionen, die jetzt gerade dazu ausgewürfelt wurden. Das ist ganz nett. Das hier oben ist zum Beispiel eine Spendenmission. Hier müsstet ihr 125.000 Credit spenden. Die bringen immer eine sehr große Rufverbesserung und helfen auch enorm beim Rang für die Föderation oder fürs Imperium. Das bringt eine ganze Menge Spendenmissionen. Allerdings am Anfang kaum zu empfehlen, da euch selber das Geld an allen Ecken und Enden fehlen wird. So, das hier wäre eine Massaker-Mission. Da müssten wir zum Beispiel 8 Piraten im System HIP 69783 erledigen. Würden dafür eine ganze Menge Geld kriegen. Für 8 Piraten ist das gar nicht so verkehrt. Und für die Piraten gibt es selber auch nochmal ein Kopfgeld obendrauf. So, auch das hier unten wäre nochmal was. Dann hätten wir hier noch eine Oberflächen-Scan-Mission. Auch die sind sehr lohnend. Aber die gibt es meistens erst ab einer höheren Rufstufe. Ihr seht, da gibt es sehr viel Geld für. Aber das machen wir später auch nochmal mit einem anderen Schiff. Das zeige ich jetzt nicht. Und hier oben war noch irgendwo, hier, Werbeproben befreien. Oder das klingt ein bisschen doof. Wir nehmen mal das hier unten. Hier waren Geisel befreien. Auch das ist eine Sache, die ihr besorgen müsst. In dem Fall auf einem Planeten. Da müsst ihr einfach Sachen mit eurem Buggy zum Beispiel einsammeln. Ach nee, Moment. Entschuldigt. Ja doch, in dem Fall ist es auf dem Planeten, wurde ja gerade angezeigt. Aber da müsst ihr halt 6 Geißeln befreien und noch jemanden, naja, entweder überreden, die loszulassen oder halt abzuschießen. Da gibt es nochmal 2 verschiedene Sorten, um sowas zu finden. Na gut, jedenfalls wäre das auch mit Konflikt mit einem anderen Schiff auf alle Fälle und für den Anfang nicht so sehr zu empfehlen. Und meistens braucht ihr da den Ruf wohlgesinnt, um überhaupt da ranzukommen. So, jedenfalls. Und Passagiermissionen lohnen sich am Anfang auch nicht. Da habt ihr einfach nicht das passende Schiff dazu, dass sich das irgendwie lohnen würde. Das könnt ihr am Anfang leider auch vergessen. So, das wäre der Außenposten gewesen. Da hätten wir die Mission abgegeben und wir gehen mal zurück. Habe ich die jetzt abgegeben oder nicht? Habe ich die jetzt nicht abgegeben? Doch, mir wurde doch vorne angezeigt, ne? So, jedenfalls, auf dem Planeten müssen wir runter. Da kann ich direkt reinzoomen und hier sehen wir dann auch die Station auf dem Boden, wo wir hin müssen. Ja, doch, die Mission wurde abgegeben. Genau. Gibt dann wohl anscheinend doch manchmal noch so einen Anzeigebug. Hui. Da wir uns jetzt innerhalb dem System schon befinden, in dem wir das nächste Ziel ausgewählt haben, taucht jetzt vor uns kein gelber Kreis auf, wie das der Fall ist, wenn wir ein anderes System ansteuern, sondern bloß unten der Punkt links neben unserem Radar im Navigationsball zeigt uns halt diesen kleinen blauen Punkt an, dass wir ungefähr in die Richtung fliegen müssen, und wenn wir jetzt in den Supercruise-Modus gehen, dann taucht vor uns auch das Ziel wieder auf. Da ist es nämlich schon. 3600 Lichtsekunden, das dauert ein bisschen, da könnt ihr eine ganze Weile mit Fullspeed drauf zufliegen. Und bei einer Planetenlandung kommen da noch andere Faktoren zum Tragen. Da könnt ihr vorher schon mal gucken, wenn das wie hier... Okay, das ist einfach nur ein Anzeigefehler, dass hier noch die Mission zum Abgeben ist. Wie hier ist das ein Mond. Das heißt, der hat eine Schwerkraft von 0,26 G. Denn der wandelt an einem Stern drumherum. Das ist jetzt ein Zufall, dass das hier hinten ein Stern ist. Deswegen ist die Schwerkraft auch ein bisschen höher als zum Beispiel bei dem hier mit 0,05 sogar bloß. Der hat 0,05 G hier. Und der hier hat 0,26.
Und das hier hinten ist doch eine riesen Wasserwelt, oder? Eine Ammoniakwelt, Alter. Ich habe gestern beim Exploren einen normalen Planeten mit 23.000 Kilometer Radius gefunden. Das ist eine Ammoniakwelt, die kommt auch relativ selten sogar vor. Mit knapp 25.000 Kilometer Radius. Boah, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich genial. So, auf dem Weg zum nächsten Planeten und zur ersten Planetenlandung in dem Fall, kann es natürlich jetzt nochmal sein, dass wir von einem Piraten attackiert werden. Wenn das der Fall ist, kommt oft vorher links oben im Kommunikationsmenü von dem jeweiligen Piraten, der uns abfangen will, eine kleine Nachricht. Ich hol mir deine Fracht oder du bist bis hierher gekommen und nicht weiter. Irgendwie sowas steht dann immer da. Das ist dann Indikator dafür, dass der euch dann bald abfangen will. Ich würde mir fast wünschen, dass das jetzt passiert. Denn da würde ich euch lieben gern noch was anderes zeigen. Es gibt dann nämlich so ein kleines Minispiel, wenn ihr abgefangen werdet. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kämpft dagegen an, dass ihr dann, ihr müsst dann mit eurem Schiff ausweichen und so einem Fluchtvektor folgen. Und ihr schafft das. Oder, wenn ihr das nicht schaffen solltet, das kleine Minispiel, und der Gegner gewinnt das, dann, das ist aber gut implementiert, also das ist jetzt nicht so 0815, das ist schon gar nicht so verkehrt. Und wenn der Gegner das gewinnt, also dann werdet ihr und der Gegner zusammen aus dem Supercruise gerissen und ihr kommt in eine kleine Instanz halt hier mitten im Raum, dort wo ihr euch gerade auch aufhaltet. Und müsst dann versuchen, von dem abzuhauen. Das Problem ist bloß, wenn der Gegner dieses Minispiel gewinnt, habt ihr eine lange Wartezeit, bis sich euer Frameshift-Antrieb wieder aufgeladen habt und ihr wieder zurück in den Supercruise-Modus fliehen könnt. Das dauert dann sehr lange und gerade am Anfang habt ihr dann, naja, fast keine Chance, da abzuhauen. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass man einfach dieses Abfangmanöver vom Gegner akzeptiert. Das heißt, wenn der euch abfängt, direkt den Schub auf 0 geben, einfach 0 Schub, und dann akzeptiert ihr sozusagen das Abfangmanöver. Das hat den Vorteil, dass ihr dann schneller wieder abhauen könnt. Das heißt, der Frameshift-Antrieb, der hat dann keine Fehlfunktion, ja, Fehlfunktion ist auch übertrieben, der lädt sich dann einfach deutlich schneller wieder auf, wenn ihr mit den Piraten zusammen in so eine Instanz geschmissen werdet. Das ist ein bisschen doof zu erklären, aber ich versuche es euch mal zu zeigen, wenn es mal soweit ist. Ich habe ja gehofft, uns fängt jetzt hier einer ab, aber leider nicht, weil ja vorhin da stand, dass wir eventuell auf feindliche Schiffe treffen. Na gut, Planetenanflug. Tja, Planetenanflug und Mission und SRV fahren und andere Sachen auf dem Planeten machen geht natürlich nur, wenn ihr das Horizons Pack noch mit gekauft habt. Ich glaube, es gibt zwei Versionen für die PlayStation 4, einmal ohne, einmal mit. Ich glaube, mit kostet es 40 Euro, ohne 25 oder so. Und es macht sich auf jeden Fall bezahlt. Ich finde das super. Könnt ihr schön auf dem Planeten rumfahren. Derzeit nur auf Planeten ohne Atmosphäre. Das soll aber später mal irgendwann noch mehr dazukommen. So, auch hier. Der Landanflug ist ähnlich wie auf einer Station. Mit 75%, dass ihr eine maximale Entfernung von so 6, 7 Sekunden, 8 Sekunden auf dem Planeten habt. Dann ist das okay. Dann, ihr dürft allerdings nicht direkt 90 Grad runter auf die Station oder auf den Planeten fliegen. Ihr dürft auch nicht zu seicht rein. Ihr braucht einen gewissen Eintrittswinkel, damit man in den Gleitmodus kommt. So. Und ihr dürft auch nicht zu schnell sein. Also je nach Planetengröße kann man oder muss man teilweise sogar unter die 75% Anfluggeschwindigkeit gehen. Manchmal, ich mache es wie bei den Kleinen jetzt gerade aktuell bloß auf 50%. Dass ihr in so einen gewissen Winkel kommt, damit ihr in den Gleitmodus dann kommt. Der Gleitmodus dient einfach dazu, das ist dann der Übergang zwischen dem Supercruise-Modus, in dem wir uns gerade befinden, und dem normalen Flugmodus, wenn man dann auf dem Planeten ankommt. Nicht wundern, der Planet ist gerade recht dunkel, der hält gleich ein bisschen nach. Wenn wir wie hier in die Schattenseite des Planeten fliegen, sollte zumindest, ist nicht immer der Fall, aber ja, es kommt doch immer ein bisschen drauf an, welche Objekte uns hier noch umgeben. Ich sehe gerade aktuell gar nichts weiter. Jedenfalls so ungefähr der Winkel ist okay, so um die 30 Grad, 35, 40 Grad geht auch noch. So, Austritt.
aus Orbital Cruise, genau. Und jetzt kommen wir in den Gleitmodus. Auch da könnt ihr das Schiff leicht steuern. Allerdings ein bisschen schwerfälliger. Und jetzt werdet ihr bis auf ein paar Kilometer Entfernung an die Station oder auf die Planetenoberfläche. Das geht überall auf dem Planeten. Ihr müsst da keine Station anfliegen. Ihr könnt irgendwo runter. Ist jetzt wirklich sehr schade, weil man hier absolut nichts sieht. Das ist ja wieder mal klar. Wer mein Let's Play verfolgt, der weiß, dass ich so gut wie immer auf der Schattenseite landen darf, wenn ich gerade dazu eine Aufnahme mache. Jedenfalls, Thomas Observatory, da sollen wir landen und die Daten abgeben. Auch hier wieder ganz normal eine Landeerlaubnis anfordern. Und hier ist es ähnlich wie bei den Außenposten, dass ihr nicht durch einen Briefschlitz müsst, beziehungsweise durch die Einflugschneise, sondern durch oder einfach nur aufs Landepad aufsetzen. So, wir sehen jetzt ganz oben, ich stopp mal kurz hier, bevor wir runterfliegen. Wir haben jetzt ein paar neue Anzeigen bekommen. Einmal ganz oben, dort wo die 108 gerade steht. 107, 105, 100, das ist die Gradzahl, die euch angezeigt wird. Kann unter Umständen recht wichtig sein, wenn man bestimmte Dinge auf dem Planeten erledigt. Aber könnt ihr für die ersten Mal eigentlich ignorieren, braucht ihr nicht. Dann die Gradanzahl, euer Winkel, die Winkelanzeige, wie steil oder wie seicht ihr reinkommt. Ne? Das oben und nach unten neigen des Schiffes praktisch. Dann rechts daneben, da steht jetzt ganz rechts unten eine 2,41 Kilometer. Das ist einfach die Höhe, die wir zur Planetenoberfläche haben. Die ändert sich mit jeder Oberfläche. Wenn ihr zum Beispiel gerade über einen Planeten fliegt, unter euch taucht auf einmal ein Krater auf, dann erhöht sich wieder der Abstand zum Planeten, und wenn unter euch auf einmal ein Berg kommt, dann verringert sich natürlich der Abstand. Und ja, 2,3 Kilometer sind es gerade noch. Und ganz rechts daneben seht ihr dann noch eine andere Anzeige, die dient dazu, um zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit ihr noch auf dem Planeten unterwegs seid. Das ist nochmal so ein extra Indikator, ob ihr vielleicht zu schnell seid. Das wird dann auch teilweise rot. So. Gut, dann, was war noch? Genau, unter der 2,18 Kilometer jetzt gerade sind noch die Koordinaten, -47,5 irgendwas und 112. Das sind die Koordinaten einfach, die ihr auf dem Planeten gerade habt. Es gibt leider derzeit kein vernünftiges System, um spezielle Koordinaten auf Planeten anzufliegen. Das gibt es noch nicht, aber ich vermute mal und hoffe mal, dass das irgendwann kommt. Und darunter dann auch die 0,26G. Da kann man immer gut beobachten, wenn man sich einem Planeten nähert, beziehungsweise in diesem Orbital Cruise oder in diesem Gleitmodus sich befindet. Und je näher man dann zur Oberfläche des Planeten gelangt, desto höher steigt dann immer nochmal die G-Anzahl, also 0,26G in dem Fall, knapp ein Viertel der Erdanziehungskraft. Das ist okay, das ist jetzt noch nicht so viel. Je höher nämlich die Anziehungskraft des Planeten ist, schon bei 0,7, 1G, 1,2, 2G, desto langsamer würde ich auf die Planetenoberfläche drauf zufliegen. Nehmt euch am Anfang lieber mehr Zeit, als wenn dann das Schiff deswegen explodiert oder ihr irgendwo dagegen fliegt und euer Schiff komplett kaputt ist. Das kostet nämlich dann trotzdem schon eine ganze Menge Geld. Auch hier wieder Fahrwerk ausfahren und dann einfach hier geradezu aufs Landepad. Ihr könnt dann natürlich entweder mit den vertikalen Schubdüsen des Schiffes so ein bisschen arbeiten, euch nach oben, euch nach unten senken oder halt ganz einfach über den Eintrittswinkel so ein bisschen nach oben und nach unten neigen. Das ist euch überlassen. Ich mache das beides so ein bisschen. Einmal schräg nach unten, einmal mit den Schubdüsen nach unten. Und dann ungefähr gerade aufs Landepad, dann seid ihr schon drauf. Das ist halt einfach drin mittlerweile. Ich habe am Anfang auch ewig gebraucht. Gerade wenn man dann ein neues Schiff hatte, da muss man sich wieder neu dran gewöhnen. Das fliegt sich ein bisschen anders. Aber am Anfang immer mal so eine Botenmission machen, solche Liefermissionen zwischen zwei Stationen am besten hin und her fliegen. Und dann lernt man das ganz automatisch. So, auch hier die Mission wieder abgeben. Erstmal wieder nachtanken. Immer ganz wichtig, immer nachtanken. Solange ihr keinen Treibstoffsammler mit an Bord habt, immer irgendwo nachtanken. Was ein Treibstoffsammler ist, erkläre ich später. So, einmal das schwarze Brett bitte. Genau. Kurier, Mission wurde abgegeben. Wunderbar, haben wir beendet. Ruf steigt auch nochmal ein bisschen. Na, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Super. Jo, wunderbar. Und auch hier hätten sie wieder
Kurieraufträge zurück nach Latona, dort wo wir gerade herkommen. Das könnten wir direkt mit zurücknehmen zum Beispiel. Einfach mal durchklicken, manchmal gibt es noch mehr. Ja, also am Anfang am besten so die paar Datenliefermissionen machen, sich einfach in der Zeit mit dem Schiff, mit dem System vertraut machen, mit dem Landeanflug und dem Abheben. Genau, auch hier. Es gibt oft, gerade dort, wo er startet, wahrscheinlich viele Liefermissionen und Kurieraufträge. Oh, hier nochmal. 200.000 Spenden. Gibt manchmal Spendenmissionen mit über 1 Million Credits. Ja. Das wären so jetzt die einfachsten Missionen, die ich euch da am Anfang empfehlen würde. Und ich betrete jetzt mal den Hangar. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Genau, hier eine Rufveränderung. Denn die Fraktion Workers of HR5307 hat sich auf akzeptiert verbessert. Ihr bekommt dann immer eine Information, bei welcher Fraktion sich da euer Ruf verbessert hat. Und ja, das macht dann sich teilweise schon ein bisschen in der Auswahl der Mission bemerkbar. So, bevor ich das vergesse. So, das hätten wir. Und wenn ihr euch so die ersten Credits verdient habt, ich habe ja jetzt die Sidewinder hier schon ein bisschen optimiert, um einfach das direkt am Anfang ein bisschen besser zeigen zu können oder vorstellen zu können. Wenn ihr euch die ersten Credits erspart habt, empfehle ich euch, entweder ihr kauft vielleicht, mal schauen, ja, die gibt es hier leider nicht, hier gibt es dann schon wieder die höheren Raumschiffe. Entweder ihr kauft euch dann vielleicht gleich eine Adder oder eine Hauler, die nächstgrößeren Schiffe. Die haben zum Beispiel schon mal eine höhere Sprungreichweite. Oder ihr kauft euch für die kleine Sidewinder, wenn ihr unbedingt mit der noch ein bisschen üben wollt und rumfliegen wollt. Am wichtigsten ist immer, finde ich, am Anfang der Frameshift-Antrieb. Der bestimmt nämlich hier unten, wie hoch eure Sprungreichweite ist. Da steht immer unten da die mindeste Sprungreichweite. Die bezieht sich darauf, wenn das Schiff voll beladen ist, sprich wenn wir die 4 Tonnen Frachtkapazität hatten, so wie vorhin, dann können wir plus 17,7 Einzellichtjahre springen. Und wenn wir ohne Fracht losfliegen, wie es jetzt auch aktuell der Fall ist, sind es 19,49 Lichtjahre. Deswegen am Anfang vielleicht eher auf den Frameshift-Antrieb sparen. Der erhöht euch nämlich teilweise deutlich weitere Sprungreichweiten. Denn am Anfang habt ihr eine E-Ausstattung bei allen Modulen. Ihr seht, ich gehe jetzt mal hier oben mit der Maus über den E-Frameshift-Antrieb. Mit dem kommt ihr bloß 8,06 Lichtjahre ungefähr weit. Mit dem 2A, der kostet halt 156.000 Credits, springt ihr mehr als das Doppelte. Aber zum Beispiel schon der 2D, da kommt ihr schon mal knapp 2 Lichtjahre weiter und so weiter. Die erhöhen das dann schon. Also so ein 2C, so ein 2B, wenn man da erstmal hinspart, kann man da schon ein paar Lichtjahre weiterspringen. Und hier unten wird dann immer angezeigt, wie hoch der neue Verbrauch ist. Ich wechsle jetzt einfach mal kurz den Frameshift-Antrieb hier aus, um das mal zu zeigen. Hier ist jetzt der 2E-Frameshift-Antrieb zum Beispiel standardmäßig bei euch installiert. Wenn ihr euch ein neues Modul kauft, erhöht sich automatisch auch der Verbrauch beim Kraftwerk. Je besser das Kraftwerk, desto mehr Module oder Energie. Nee, so ist es verkehrt. Oder desto mehr Module und bessere Module könnt ihr einbauen, die dann auch mehr Energie brauchen, also bei denen der Energiebedarf höher ist. Wenn ich jetzt mal auf den 2A-Frameshift-Antrieb gehe, sehen wir hier die roten Balken. Das würde sich dann halt ausschlagen auf das Kraftwerk, dass da einfach mehr von verbraucht wird. Ist kein Problem, bis hier hinten ist die Grenze, also alles vollkommen im grünen Rahmen. Das funktioniert. Ich tausche jetzt einfach mal wieder zurück, weil ich es kann und weil ich das jetzt hier einfach mal brauche. Ja, am besten natürlich den Frameshift-Antrieb dort erstmal vielleicht am Anfang integrieren. Irgendeinen besseren, muss ja nicht direkt der 2A sein. Für das Geld könnt ihr euch schon andere Schiff leisten, da hättet ihr mehr von. Aber das mache ich im nächsten Video. Aber wie gesagt, wenn ihr mit der Zeit, wenn ihr üben wollt, einfach den 2A oder einfach den 2B, C oder D Frameshift-Antrieb einbauen und ihr habt ein paar Lichtjahre Sprungreichweite mehr. Am Anfang macht das schon ein bisschen was aus. Was ich euch dann noch empfehlen kann, optional intern. Das sind die optionalen Sachen. Optional ist immer der Schildgenerator. Standardmäßig ist der Aufklärungsscanner eingebaut, ein einfacher Aufklärungsscanner oder halt das 4er Frachtgestell. Je nach Modulgröße, das sind zum Beispiel 1er Module und 2er Module, je höher das die Mo-
dass die Modulklasse ist, desto bessere Module können auch eingebaut werden. Das heißt, in ein Zweiermodul, wie jetzt zum Beispiel hier beim Frachtgestell, ich gehe jetzt mal hier rüber zu den Frachtgestellen, kann ich halt entweder bloß ein Einer- oder höchstens halt ein Zweiermodul einbauen. Das Einermodul, ihr seht schon, das ist schlechter, das hat bloß Zweierkapazität und das Zweiermodul hat schon eine Viererkapazität. Ein Dreiermodul hätte dann eine 8er Kapazität, eine 16er, 32, 64, 128 und so weiter. Bis zu 256 geht's bei den Kapazitäten der Frachtmodule. Aber bei der Sidewinder, die hat halt nur Zweier Modulklassen höchstens. Das hier unten, das ist die Planetenanflugsuite. Die ist standardmäßig in jedem Schiff eingebaut, wenn ihr das Addon Horizons besitzt, mit dem ihr halt auf Planeten landen könnt. Dazu braucht ihr auch die Anflugsuite. Die könnt ihr nicht rausbauen, die ist immer drin. Die nimmt auch keinen Modulplatz weg. Also deswegen sich nicht ärgern oder so, dass ich da vielleicht was anderes einbauen könnte, wenn ich es verkaufen könnte. Wenn ihr Horizons nicht hättet, wäre das sowieso nicht da. Also das ist immer nochmal vom Spiel zusätzlich dazugepackt. Das nimmt auch keine Tonnenanzahl weg, die ist einfach da. Also einfach in Ruhe lassen. Da kann nichts anderes rein. Genau, also vielleicht am Anfang der Einerbereich, der ist zum Beispiel frei. Da könnte man halt zum Beispiel jetzt einfach mal noch so ein Zweier-Frachtgestell reinbauen. Und zum Beispiel den Aufklärungsscanner, den einfachen, braucht ihr am Anfang vielleicht auch nicht. Da könnt ihr mal gucken. Das Frachtgestell kostet zum Beispiel 975. Okay. Und der Aufklärungsscanner, der schon eingebaut ist, der kostet genauso viel. Das heißt, ihr könnt es einfach austauschen, da beide den gleichen Wert haben. Und kostet das Austauschen halt keine Credits. Also ihr kommt dann bei plus minus null raus und habt am Anfang schon mal zwei Plätze mehr. Mit noch ein bisschen mehr Geld kommt ihr schon auf 8 Plätze. Und könnt damit zum Beispiel zwei kleinere von den 4er Liefermissionen annehmen, weil ihr halt 8 Plätze im Frachtraum frei habt. Sprich 8 Tonnen. Ja, also die könnt ihr schon mal bis auf 8 Tonnen Kapazität aufrüsten, die Sidewinder. Und könnt von mir aus damit auch ein bisschen handeln. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. So von den beiden kleinen Missionen, Liefermissionen, die wir jetzt heute gemacht haben. Und das mit dem Planeten, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert, weil wir wieder auf der Nachtseite gelandet sind und ihr das nicht gesehen habt, wie schön das am Tag aussieht. Aber das mache ich dann in einem anderen Video nochmal, dass wir da auch mal bei Tag irgendwo landen. Vielleicht in Verbindung nochmal mit einer anderen Aufgabe. Und in dem nächsten Video werde ich dann andere Schiffe nehmen oder ein anderes Schiff und damit dann auch nochmal vielleicht was anderes zeigen, was wir dann noch machen könnten. Und dann geht es immer so weiter. Das war es erstmal von heute wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß im Universum von Elite Dangerous und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.